Willkommen im Zentrum dieses Videos und dieser Mindmap steht der Begriff Namensaktie. Wir sind also im Bereich der Finanzierung. Genauer gesagt sind wir bei der Außenfinanzierung. Ja, also der Bereich, das sagen wir mal, ist das Fach. Ja, das Fach ist das Fach Finanzierung. Und zwar, bei der Finanzierung unterscheidet man ja die Außen- und die Innenfinanzierung. Ist es die Außenfinanzierung? Geld fließt von außen zu in die Gesellschaft. Und wenn man nun eine Aktiengesellschaft ist, dann kann man das machen über die Ausgabe von Anteilsscheinen, die man Aktien nennt. Wir sind also bei der Außenfinanzierung, wir sind speziell bei der AG, bei der Aktiengesellschaft. Das verrät uns der Begriff Aktie. Jetzt gibt es Inhaberaktien und Namensaktien. Und wir sind jetzt hier bei der Namensaktie. Klären wir also zunächst mal, was das ist. Also Begriff, ein Anteilsschein. Das ist zunächst mal die Definition des Begriffs Aktie, der Schein nämlich, den Namen des Aktionärs trägt. Auf dieser Aktie steht also der Name des Aktionärs. So, warum ist so etwas wichtig? Der Gegensatz ist die Inhaberaktie, wo der Name eben nicht draufsteht. Wenn der Name auf etwas steht, der Name von jemandem, in dem Fall vom Aktionär, ist ganz klar, ist die Bindung größer. Also wir sehen schon an dieser schlichten Tatsache, dass auf der Aktie der Name des Aktionärs steht, dass der Aktionär sich hier stärker an die AG bindet als bei der Inhaberaktie. Und das verrät auch unser nächster Punkt, das ist nämlich die Übertragung. Will der Aktionär sich also jetzt individuell aus diesem Anteilsverhältnis lösen, mit anderen Worten, will er die Aktie übertragen, dann geschieht das durch drei Dinge. Normalerweise ist das ja ein beweglicher Gegenstand und der wird übertragen durch Einigung und Übergabe. Man einigt sich über den Preis, man einigt sich über Rabatte, man einigt sich über Zahlungsbedingungen, man einigt sich auch, wann der andere den Gegenstand dann bekommt. Das ist die Einigung und dann erfolgt die Übergabe der Sache und die Übergabe des Geldes. Also Einigung ist auf jeden Fall der erste Schritt und irgendwann kommt dann die Übergabe, aber hier kommt jetzt noch etwas dazwischen, nämlich das Indossament. Das Indossament ist ein Übertragungsvermerk. Und dann erfolgt die Übergabe. Ja, also auch hier ist das nicht anonym, sondern es erfolgt ein Übertragungsvermerk. Müller, Aktionär Müller, übergibt an Aktionär Meier. Das ist jedenfalls eine Form des Indossaments. Das kann man dann durch ein Blanko-Indossament wieder anonymisieren, aber das führt uns jetzt zu weit. Wir merken uns also, Übertragung durch Einigung, Indossament und Übergabe. Und noch etwas muss passieren, nämlich die Umschreibung des Aktienbuches. Das ist aber interessant. Aha, hier stehen also alle Aktionäre namentlich aufgeführt in einem Aktienbuch. Ja, dass dieses Aktienbuch heute möglicherweise auch digital ist, na, das ist jetzt eine zweite Frage, wenn man also hier Aktienbuch sagt, dass man da möglicherweise auch ein digitales Instrument meint. Steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt ein Aktienbuch und das muss umgeschrieben werden. Ja, der alte Inhaber wird ausgetragen, der neue Inhaber wird
eingetragen. Das ist die Umschreibung des Aktienbuches. So, jetzt gibt es noch eine weitere Form. Man kann also sagen, welche Art von Aktien gibt es. Da kann man sagen, es gibt die Inhaberaktie und die Namensaktie. Und man kann auch sagen, es gibt die Inhaberaktie, die Namensaktie und die vinkulierte Namensaktie. Man kann das aber auch als Unterpunkt der Namensaktie sehen. Wir tun das hier. Wir sagen, jetzt gibt es noch die Vinkulierung. Und die Vinkulierung führt zur vinkulierten Namensaktie. Was ist denn das? Eine vinkulierte Namensaktie ist eine gefesselte Namensaktie. Es ist nicht nur so, dass der Name auf der Aktie steht, man also schon auf dem Wege verknüpft ist mit der Aktiengesellschaft, sondern gefesselt bedeutet, dass man jetzt ja quasi an die Gesellschaft gefesselt ist. Das bedeutet eine Übertragung braucht zusätzlich die Zustimmung der Gesellschaft. Das ist die Fessel. Ja? Also Übertragung braucht Zustimmung der Gesellschaft. Und zwar, um genau zu sein, braucht die vinkulierte Namensaktie zusätzlich die Zustimmung der Gesellschaft. Denn alles andere gilt hier, weil es eine Namensaktie ist. Wir brauchen also die Einigung, wir brauchen das Endorsement, wir brauchen die Übergabe, wir brauchen die Umschreibung des Aktienbuches und wir brauchen zusätzlich die Zustimmung der Gesellschaft, beziehungsweise das brauchen wir im Prinzip als allererstes, denn wenn die Gesellschaft die Zustimmung nicht erteilt, dann können wir uns den Rest sparen. Na, dann nützt uns auch die Einigung nichts und dann können wir übergeben, so viel wir wollen. Das nützt uns alles nichts. Das Aktienbuch wird auch nicht umgeschrieben werden. Ja, also das ist die vinkulierte Namensaktie. Jetzt ist die Frage, was ist der Sinn dieser Vinkulierung? Und wir sehen es im Grunde schon. Der Sinn ist eine starke Bindung an die AG. Damit kann man also auch zum Beispiel feindliche Übernahmen abwehren. Na, das gibt es ja sehr, sehr häufig sogar, dass Gesellschaften andere Gesellschaften heimlich aufkaufen. Na, das machen sie geschickt, das machen sie getarnt, das machen sie über Strohmänner, aber irgendwann sagen sie, guten Tag, uns gehören jetzt 30% von euch. Ja, oder 40% oder 50% sogar. Und hier bei der Namensaktie hat man schon eine stärkere Bindung, weil man im Aktienbuch sehen kann, wenn sich die Eigentumsverhältnisse ändern. Ja, und man kann, weil ja die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich ist, so eine feindliche Übernahme abwehren. Ja, also nehmen wir nochmal auf Sinn des Aktienbuches. Eigentumsverhältnisse werden transparent. Sie werden zumindest transparenter als bei der Inhaberaktie. Na, dass man auch hier tricksen kann, dass man auch hier mit Strohmännern arbeiten kann, völlig klar, aber ist zumindest transparenter als bei der Inhaberaktie. Und Sinn der Vinkulierung. Für die vinkulierte Namensaktie ist Übernahmeversuche sind schwierig. Ich will nicht behaupten, dass man dadurch sich komplett schützen kann. Aber es ist zumindest schwieriger als bei der Inhaberaktie. So, das ist das, was man zur Namensaktie wissen muss. Ja, vielleicht Fachfinanzierung, Außenfinanzierung, Aktiengesellschaft, Gegenpol ist die Inhaberaktie.
Und die Inhaberaktie wird übertragen durch Einigung und Übergabe. Das passiert jeden Tag, also jeden Börsentag passiert das. Ist sehr einfach, bei der Namensaktie ist es schwieriger, bei der vinkulierten Namensaktie ist es noch schwieriger. Das Unterscheidungskriterium ist also die Übertragung, die Leichtigkeit der Übertragung. Inhaberaktie leicht zu übertragen, Namensaktie schwieriger zu übertragen, vinkulierte Namensaktie ganz schwer zu übertragen. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.